BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Landtagswahlergebnisse von Brandenburg und Thüringen werden auch hierzulande diskutiert. SPD-Finanzminister Nils Schmid freute sich über das aus seiner Sicht gute Wahlergebnis der Sozialdemokraten in Brandenburg. Das Abschneiden in Thüringen sei allerdings bitter. Erschreckend sei auch die niedrige Wahlbeteiligung. Dem müsse dringend überparteilich entgegengewirkt werden, so Schmid. CDU-Landeschef Thomas Strobel zeigte sich mit dem Ergebnis der Christdemokraten in Thüringen zufrieden. Er hoffe, dass sich die CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht halten könne und nicht der linke Bodo Ramelow Ministerpräsident werde. Aus Sicht von Strobel sei es eine Katastrophe, wenn es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer einen Ministerpräsidenten gebe, der aus der Nachfolgepartei der SED stamme. Großes Bedauern herrscht bei der FDP. Das Ausscheiden aus den Landtagen in Thüringen und Brandenburg müsse aber als Ansporn gesehen werden, die FDP neu aufzustellen, erklärte Landeschef Michael Theurer. SPD-Integrationsministerin Bilkay Öney fordert einen Krisennotfallplan für Flüchtlinge. Medienberichten zufolge erklärte die Ministerin, es müsse dringend ein abgestimmtes System auf Bundesebene her, um die aktuellen Engpässe überbrücken zu können. Durch die rasant ansteigende Flüchtlingszahl und die überlastete Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe sei man in einer Notsituation. Neben Gesetzesänderungen müssten deshalb kurzfristige und unkonventionelle Maßnahmen getroffen werden. Heute hat für rund 96.000 Kinder in Baden-Württemberg der erste Schultag begonnen. Für viele bedeutet das, dass sie zum allerersten Mal alleine den Weg zur Schule antreten. Aus Sicht des ADAC ist es richtig, dass Kinder zu Fuß zur Schule gehen. Wenn sie von den Eltern zum Unterricht gefahren würden, hätten sie keine Möglichkeit, das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen. Besser sei es, den Schulweg gemeinsam zu trainieren. Täglich fordert die hoch ansteckende Viruserkrankung Ebola in Westafrika neue Todesopfer. Mehr als 2000 Menschen sind daran in den vergangenen Monaten gestorben. Die Direktorin des Deutschen Instituts für ärztliche Mission mit Sitz in Tübingen, kurz DIFAM, war jetzt eine Woche lang in den betroffenen Regionen in Liberia, um die Situation vor Ort zu bewerten und den Menschen Hilfe zu leisten. Heute hat Dr. Gisela Schneider über ihre Erfahrungen berichtet. Die Medien in Liberia berichten über fast nichts anderes mehr als die Ebola-Epidemie. Die Zeitungen, die Dr. Gisela Schneider von ihrer Reise mitgebracht hat, zeigen schockierende Bilder. Sie hatte sich auf die weite Reise nach Afrika gemacht, um die Situation dort mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Die Erlebnisse haben sie tief bewegt. Die Menschen sind in den Dörfern, in den Städten, alle im Grunde von Angst ein Stück weit gelähmt. Und vor allem auch die Krankenhäuser, das Personal dort ist betroffen, weil viele haben Kolleginnen und Kollegen verloren in den letzten Wochen. Über die vielen Todesopfer unter den medizinischen Helfern empfindet auch Schneider Trauer. Sie weiß, dass auch sie deren Schicksal hätte ereilen können, wenn sie in der gleichen Situation gewesen wäre. Was mich am meisten betroffen gemacht hat, ist die Tatsache, dass Menschen, die jetzt merken, in meiner Familie ist Ebola, die wollen ihren Angehörigen, dass ihnen geholfen wird. Und dann machen sie alles und versuchen, die in ein Behandlungszentrum zu bringen und werden abgewiesen. Ich glaube, das ist der traurigste Moment, den es gibt, wenn so ein Patient abgewiesen ist, dann auf der Straße sitzt und weiß, es gibt jetzt keinen Ausweg mehr und Menschen da auch auf der Straße sterben. In der Woche in Liberia hat Schneider Krankenhausmitarbeiter geschult, etwa, wie sie eine Infektion vorbeugen und sich selbst schützen können. Aber auch, wie sie normale Patienten vor Ebola-Erkrankten schützen können. Ebola werde über Hautkontakt und Körperflüssigkeiten übertragen. Dagegen hätten die Menschen in Liberia bereits starke Maßnahmen ergriffen. Also es ist an jeder Strecke, an jedem Eingang zu einem Shop, an jedem Büro im Gesundheitsministerium, vor jedem Büro steht so eine Händewaschanlage. Wenn man reinkommt, wenn man rauskommt, es gibt kein Händeschütteln. Also dieser Kontakt wird da sehr stark unterbrochen. Und in den Dörfern ganz kreative Möglichkeiten, auch mit einem Bambusstab, wo man fließendes Wasser herstellt, dass die Menschen sich Hände waschen können. Fieber und Durchfall seien meist die ersten Symptome einer Erkrankung, die dann schnell zu einem Multiorganversagen und damit zum Tod führen. Allerdings sei Ebola in keinem Fall immer tödlich. Durch gute Versorgung könne man die Sterberate auf 50-60% eindämmen. Es bestehe Hoffnung. Es wird noch ein paar tausend Tote wahrscheinlich geben. Also es sind einfach zu viele im Moment angesteckt. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt
ganz massiv auch eingreift, diesen Übertragungsweg abschneidet und verhindert, dass wir in den nächsten 2 Monaten dann auch so weit sind, dass es deutlich nach unten geht. Das DIFEM hat bereits Ganzkörperschutzanzüge, Mundschutz und Desinfektionsmittel im Wert von 10.000 Euro nach Liberia geschickt. Eine weitere Hilfslieferung ist in Planung. In Nürtingen im Landkreis Esslingen ist am frühen Sonntagmorgen ein 22-Jähriger durch Messerstiche in den Bauch schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte sich offenbar mit einem 50-Jährigen geprügelt. Im Laufe der Auseinandersetzung stach der Ältere auf den jüngeren Mann mit einem Messer ein. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die genauen Hintergründe sind laut Polizei noch unbekannt. Vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen dem 22-Jährigen und der Tochter des 50-Jährigen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Es bleibt weiterhin wechselhaft. Im Norden Baden-Württembergs scheint häufiger die Sonne, im Süden ziehen dichte Wolken heran, die Niederschläge und auch Gewitter mit sich bringen können. Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad sind zu erwarten. Am Mittwoch wird es dann wieder freundlicher. Ein Mix aus Sonne und Wolken ist vorhergesagt, wobei die heiteren Abschnitte im Land überwiegen werden. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen spätsommerliche schöne 26 Grad in der Kurpfalz und am mittleren Oberrhein. Die Handwerkszünfte stehen im Mittelpunkt des Handwerksmuseums Kehl-Kork. Vom Zimmermann bis zum Kürschner, vom Sattler bis zum Fischer sind alle vertreten. Es sind also nicht nur altbekannte Berufe vertreten, sondern auch längst vergessene und ausgestorbene Zweige dabei. Zu sehen ist die Ausstellung jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Dem Leben Kardinal Augustin Beas widmet sich das gleichnamige Museum in Blumberg. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Professor und schließlich als Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts. 1993 richtete die Stadt Blumberg in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Freiburg und der Kirchengemeinde Riedböhringen in seinem Geburtshaus ein Museum ein. Und das ist ganzjährig nach Vereinbarung zu sehen. Nichts ist älter als der menschliche Spieltrieb. Und um den zu befriedigen, haben auch unsere Vorfahren ihr eigenes Spielzeug gebaut. Unzählige Puppen und Spielsachen aus den vergangenen Jahrhunderten präsentiert das Puppen- und Spielzeugmuseum in Rottweil. Ein Ausflug in eine fast vergessene Kindheit ist immer mittwochs bis freitags von 10 bis 12:30 Uhr und 14 bis 17:30 Uhr, samstags von 10 bis 12:30 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr möglich. Die Vielfalt der Natur können Besucher des Staatlichen Museums für Naturkunde in Karlsruhe kennenlernen. Dabei gibt es neben Präparaten, Fossilien und Modellen auch echte, lebendige Ausstellungsobjekte hinter Glas in diversen Aquarien und Terrarien. Eintauchen in die Welt der Dinosaurier, Insekten und anderer Tiere kann man zu den Öffnungszeiten dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 18 Uhr. Als alleinstehendes Mädchen mit einer Behinderung war es schwer, auf dem Land zu überleben. Mit einem Mikrokredit von Brot für die Welt konnte ich einen kleinen Lebensmittelladen eröffnen. Ich freue mich, dass ich schon viele Kunden habe. Den Kredit habe ich bereits zurückgezahlt. Um auch anderen behinderten Frauen zu helfen, habe ich einen Verband gegründet. Ich danke allen für die Unterstützung. Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben.